Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder und unser SK Sturm trifft morgen auf die ebenfalls schwarz-weißen Linzer auf den LASK in Pasching. Also unsere Blackies jetzt im fünften Anlauf im Frühjahr kämpfen, um endlich den ersten Dreier da einzufahren. Der LASK natürlich unangenehm, aber welcher Gegner ist das eigentlich nicht im Moment für uns, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also es ist auf jeden Fall eine enorm wichtige Partie. Der LASK tabellarisch auf Platz 5, also die Linzer souverän im Mittelfeld mit leichtem Blick eher nach oben gerichtet. Unsere Blackies immer noch auf Platz 2, man hat noch ein bisschen ein Polster auf den Dritt- und Viertplatzierten, auf die Admira sind es 5 Punkte, auf Rapid sogar 6, aber das kann natürlich auch ganz schnell schrumpfen. Deswegen ganz, ganz wichtig. Wichtig, nach den zuletzt immerhin ordentlichen Leistungen, sowohl gegen Rapid als auch gegen Salzburg, gilt es jetzt endlich auch die Punkte einzufahren und sich auch für die kämpferische Leistung zu belohnen. Also ich hoffe, dass unsere Blackies die Chancen nutzen, hinten natürlich so dicht wie möglich stehen, um eben gut zu verteidigen und ja, am besten einfach nur gewinnen. Ist ja doch so einfach in der Theorie. Auf jeden Fall sieht es personell bei unserem Blackies ist eigentlich ganz gut aus. Okay, Schulz ist gesperrt, Schrammel ist gesperrt. Beide sahen ja gelb-rot gegen Salzburg zuletzt. Scheusengeier und Jago sind fraglich. Zum Scheusengeier Gerücht. Ja, Richtung Austria sage ich jetzt einfach mal besser nichts, ist aber sportlich sowieso nicht der ganz große Verlust aktuell, wenn man sich die Form ansieht, aber auf jeden Fall ist der Kader sicher stark genug, um auch gegen den LASK eine kräftige Truppe da auf den Rasen zu präsentieren, um eben auch qualitativ da mitzuhalten, also Sturm, ja, muss eigentlich gewinnen, sage ich ganz ehrlich. Die beiden bisherigen Duelle sprechen da nicht gerade für die Grazer. Man hat zwar einmal gewinnen können, aber das erste Spiel auswärts beim LASK 1-2 verloren. Das zweite dann in letzter Minute glücklich 1-0 gegen den LASK zu Hause gewonnen. Wo eigentlich in beiden Partien für mich die Linzer zumindest größtenteils das bessere Team waren. Also ja, bis jetzt war das nicht berauschend, was wir da gegen den LASK abgeliefert haben. Aber eben, die beiden Leistungen zuletzt, die geben durchaus Mut. Man hat ja auch gegen Wimpassing jetzt ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Klar, das ist nicht der große Gradmesser. Das ist, glaube ich, jedem auch bewusst. Aber ich glaube, dass unsere Jungs ja mit einer konzentrierten Leistung auch durchaus in Pasching die 3 Punkte holen werden. Und ja, eben auch gegen den LASK auch gewinnen können. Hoffe ich mal. Ansonsten kann man da eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nach dem Spiel. Wir werden es alle mitbekommen, was unsere Blackies da fabrizieren. Und es ist natürlich auch, muss man sagen, für Heiko Vogel eine wichtige Partie. Denn 5 Partien ohne Sieg zum Start ist keine, ja, keine erfreuliche Vita, die der neue Trainer dann da vorzuweisen hat. In dem Sinne, hoffen wir das Beste. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei der LanceTV. Euer Elias, auf die Schwarzen, Gamer-Burschen auf den Dreier und bis dann. Ciao, ciao.